Einen wunderbaren guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Mediengespräch zur Generation Mitte. Bereits zum 9. Mal haben wir diese Generation befragt, zuletzt jetzt in der ersten Hälfte des Novembers. Und heute liegen die Ergebnisse vor. Wie fühlt sich die Generation Mitte? Wo drückt der Schuh? Und welche Erwartungen hat sie an die neue Bundesregierung? Darüber wollen wir heute sprechen und ich darf Ihnen Ihre Gesprächspartner bei uns im Studio vorstellen. Als erstes begrüße ich bei uns in der Mitte Frau Professor Renate Köcher. Sie ist die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach. Herzlich willkommen, Frau Professor Köcher. Guten Morgen. Und als zweites ist bei uns im Studio Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Asmussen. Danke. Wundern Sie sich nicht, wir können hier im Studio so zusammen stehen, weil wir selbstverständlich alle Corona-Regeln explizit beachten und deswegen ist es uns möglich, hier auch aus dem Studio an Sie zu senden. Zunächst kurz was zum Ablauf. Wir werden die Ergebnisse in zwei Teilen präsentieren. Frau Professor Köcher und Herr Asmussen werden die Generation Mitte beleuchten und Sie werden diese Ergebnisse auch bei Ihnen auf den Bildschirmen sehen können. Für die Journalisten, die im Teams eingewählt sind, ein kleiner Tipp, wenn Sie auf die Präsentation klicken, rechts einen Rechtsklick machen und Frame anpassen drücken, dann haben Sie das auch in bester Qualität und Aussicht. Zunächst nochmal, bevor wir loslegen, für Sie eine kurze Zusammenfassung. Wer ist überhaupt die Generation Mitte, über die wir heute sprechen? Bitte schön. Die Generation Mitte sind die 30- bis 59-Jährigen. Sie trägt die wirtschaftliche Leistung des Landes. Sie finanziert die sozialen Sicherungssysteme und prägt gleichzeitig die nächste Generation. Sie stellt 70% der Erwerbstätigen dar und erwirtschaftet über 80% der steuerpflichtigen Einkünfte. Die Generation Mitte ist damit im wahrsten Sinne des Wortes der Leistungsträger unserer Gesellschaft. Der GDV beauftragt das Institut für Demoskopie Allensbach seit 2013, dieser breiten Bevölkerungsschicht einmal jährlich den Puls zu fühlen und ihre Einstellungen, Erwartungen und Ängste zu erforschen. Und ich darf an Frau Professor Köcher übergeben, die ersten Ergebnisse zu präsentieren. Bitte schön. Ja, wir haben uns natürlich intensiv damit beschäftigt, wie es der Generation Mitte jetzt im zweiten Pandemiejahr geht. Und sie wird allmählich wieder optimistischer, obwohl wir gerade in der vierten Welle drinstecken, wächst der Optimismus in der Generation Mitte. Und die ist aber noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau. Also das dauert noch, bis wir hier wieder eine Stimmungslage haben, die in normalen Zeiten selbstverständlich war. Wenn man sich das wirtschaftliche Thema anschaut, dann kann man ganz klar sagen, dass die mittlere Generation wirtschaftlich bisher gut durch die Krise gekommen ist. Die Bilanz der eigenen wirtschaftlichen Lage ist stabil und die Mehrheit zieht auch hier die Bilanz, dass es ihr gut geht oder sogar sehr gut wirtschaftlich. Und wir verfolgen ja kontinuierlich seit vielen Jahren auch den Anteil der Wohlstandsgewinner und Wohlstandsverlierer so definiert, dass hier diejenigen, die sagen, es geht mir besser als vor 5 Jahren, dass die als Wohlstandsgewinner eingestuft werden und die, denen es schlechter geht als vor 5 Jahren, als Wohlstandsverlierer. Von Beginn an gab es immer mehr Wohlstandsgewinner als Wohlstandsverlierer in der mittleren Generation. Es gab aber einen deutlichen Knick im letzten Jahr, im ersten Pandemiejahr. Das hat sich jetzt aber wieder gebessert. Das heißt, wir haben jetzt über 40%, die Bilanz ziehen, dass es ihnen besser geht als vor 5 Jahren. Dabei muss man allerdings eins berücksichtigen, dass diese Bilanz in den verschiedenen sozialen Schichten sehr unterschiedlich ausfällt. Das heißt, in den schwächeren sozialen Schichten haben wir einen Überhang an Wohlstandsverlierern, ganz anders als in der Mittelschicht und insbesondere den höheren sozialen Schichten.
Auch die Ängste, den Arbeitsplatz zu verlieren, haben sich jetzt wieder zurückgebildet. Wir haben noch 16%, die ihren Arbeitsplatz für nicht sicher halten. Das ist nicht wenig, aber es ist deutlich weniger als im letzten Jahr, als 23% um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes fürchteten. Das ist der wirtschaftliche Bereich, aber wir haben natürlich auch uns angeschaut, wie sich die Infektionsängste jetzt entwickelt haben. Und da sieht man, dass sich noch ein Viertel der mittleren Generation große Sorgen macht. Sie könnten sich persönlich infizieren. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein signifikanter Rückgang von 15 Prozentpunkten. Was aber eine immer größere Rolle spielt, ist die Sorge, dass die Kinder sich infizieren könnten. Hier haben wir knapp die Hälfte der Eltern, die sich große oder sehr große Sorgen machen, dass sich ihre Kinder infizieren könnten. Und das ist ja eine durchaus realistische Sorge, weil wir ja die höchsten Inzidenzen zurzeit in der Altersgruppe der 8- bis 14-Jährigen haben. Dann, wenn wir hier jetzt weiterschauen, dann ist es natürlich auch so, dass die Pandemie nach wie vor auch die Sorgen der mittleren Generation insgesamt bestimmt. Nächstes Schaubild bitte. Aber auch die Hoffnungen, also das ist Sorgenpunkt, aber die Haupthoffnung der mittleren Generation fokussiert sich im Moment auch auf Corona, aber in dem Sinne, dass die große Mehrheit der mittleren Generation hofft, dass wir doch in absehbarer Zeit eine Normalisierung des Lebens haben werden. Und Sie sehen auch, dass Fortschritte in der Medizin hier auch die Hälfte mit Hoffnung erfüllt. Auch dass ein Großteil der Bevölkerung inzwischen gegen Corona geimpft ist, ist ein Hoffnungspunkt für die mittlere Generation. Und von daher sieht man, dass sehr viel hier immer natürlich noch um Corona kreist im Bewusstsein der mittleren Generation. Aber auch, und das finde ich einen bemerkenswerten Punkt, hier an zweiter Stelle, die Mehrheit zieht auch Hoffnungen daraus, dass sie den Eindruck hat, hier verändert sich in Bezug auf Umweltorientierung, Klimaorientierung etwas in der gesamten Bevölkerung, dass man nämlich ein steigendes Bewusstsein für die Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz hier registriert. Und auch weiter unten sehen Sie, das Interesse der Jugend für Zukunftsfragen und Engagement ist damit natürlich auch eng verknüpft, ist für ein Drittel der mittleren Generation ein Hoffnungsfaktor. Und daneben gestellt sehen Sie diejenigen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Und all diese Punkte geben gerade dieser Gruppe weit überdurchschnittlich hier Hoffnungen. Und nächstes Schaubild dann jetzt, da sehen wir, dass auf der anderen Seite die aber immer mehr Stressphänomene trotzdem da sind. Also man müsste ja sagen, wenn hier die Hoffnungen wachsen, wenn der Optimismus wächst, geht vielleicht der Stress in der mittleren Generation zurück. Wir hatten vorher schon über die Jahre einen langsamen, kontinuierlichen Anstieg gesehen und diesmal aber doch einen deutlichen Sprung von 33% auf 39% der mittleren Generation, die sich häufig gestresst fühlen. Und das hat natürlich in hohem Maße auch damit zu tun, dass diese Unkalkulierbarkeit des Lebens, dieses oft nicht wissen, wie muss ich die nächste Woche gestalten, verändern sich die Arbeitsbedingungen, verändern sich die Mobilitätsmöglichkeiten, verändert sich die Zuverlässigkeit der Schulen, dass das alles hier die mittlere Generation zunehmend stresst. Und das sieht man auch, wenn man sich jetzt die Sorgen der mittleren Generation im Detail anschaut, auf dem nächsten Schaubild. Da sieht man ganz klar, dass hier viele Punkte die mittlere Generation im Moment belasten. Das ist keineswegs ausschließlich hier Corona. Die Mehrheit hier fürchtet zwar, dass wir das Virus nicht richtig in den Griff bekommen, aber andere Sorgen werden noch häufiger genannt, werden von der großen Mehrheit genannt. Und die Inflation führt im Moment den Sorgenkatalog der mittleren Generation an.
gefolgt von der Furcht, dass Steuern und Abgaben steigen könnten. Die neue Regierung hat ja an sich die Botschaft ausgesandt, dass sie daran nicht denkt. Aber da ist die Skepsis in der mittleren Generation doch noch weit verbreitet. Also Hauptsorgenpunkt eben, dass die finanziellen Lasten steigen könnten, dass auch die sozialen Unterschiede zunehmen könnten und daneben natürlich ganz klar alle Sorgen, die sich hier mit der Pandemie auch beschäftigen, zu wenig Pflegekräfte oder das Coronavirus, dass wir es nicht in den Griff bekommen könnten, aber auch hier Klimawandel. Aber Sie sehen, dass dieses Thema, das so lange dominiert hat, keineswegs hier an der Spitze steht, aber von der Mehrheit hier auch sehr ernst genommen wird. Aber Herr Asmussen wird nachher noch genauer erläutern, dass es da durchaus auch eine Abstufung gibt zwischen es ernst nehmen und sich persönlich betroffen fühlen. Wenn wir jetzt hier noch einmal auf den Punkt Steuern und Abgaben schauen im nächsten Schaubild, dann sieht man, dass das Vertrauen in das Versprechen der Politik, es kommt da nichts, es kommen keine steigenden Lasten, dass das im Moment nicht da ist. Die große Mehrheit, fast drei Viertel, gehen davon aus, dass die Steuern und Abgaben für die Bürger in den nächsten Jahren steigen werden. Und die Sorgen der mittleren Generation, die beeinflussen natürlich auch die politische Agenda der Generation Mitte. Also das, was sie jetzt praktisch der neuen Regierung ins Pflichtenheft schreibt. Und das ist zum einen natürlich die Bekämpfung der Pandemie, aber noch deutlich darüber hinaus, die Pandemie hat der Bevölkerung auch deutlich gemacht, wie wichtig die Stabilität des Gesundheitssystems ist. Und da sieht man, dass hier an der Spitze steht, ausreichend Pflegekräfte, also die personelle Ausstattung des Gesundheitswesens, dann generell das Gesundheitssystem stärken, die Ausbreitung des Virus bekämpfen. Also alles, was hier im weitesten Sinne mit Gesundheitspolitik zu tun hat, spielt hier eine große Rolle in der politischen Agenda der mittleren Generation. Daneben aber eben auch Inflationsbekämpfung, Hauptsorgenpunkt im Moment der mittleren Generation. Auch die Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme. Die mittlere Generation ist überhaupt nicht sicher, dass die Botschaften, die hier aus der Politik kommen, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss, dass das wirklich also so ist. Man darf nicht unterschätzen, die deutsche Bevölkerung ist eine sehr gut informierte Bevölkerung. Und die weiß, was Demografie für soziale Sicherungssysteme bedeutet, also die starke Alterung der Gesellschaft. Auch hier natürlich verlässlicher Schulunterricht und Kinderbetreuung ist einfach seit Beginn der Pandemie für die mittlere Generation ein ganz wesentlicher Punkt, dass das sichergestellt wird. Und natürlich auch Umwelt- und Klimaschutz und was die Generation Mitte aber am wenigsten umtreibt, ist die Begrenzung der Staatsschulden. Das sehen Sie hier ganz unten mit 33%. Sie hat große Sympathie für die Beibehaltung der schwarzen Null. Aber dass hier die Begrenzung der Staatsschulden wirklich ein vorrangiges Ziel wäre für die mittlere Generation, kann man im Moment wirklich nicht sagen. Darüber macht sie sich im Moment am wenigsten Gedanken. Sie macht sich viel mehr Gedanken über die Frage, wie jetzt die Zukunft gestaltet wird, auch von der neuen Regierung, wie weit hier dann wirklich eine Modernisierung einsetzt. Und insgesamt sieht die mittlere Generation der neuen Regierung gespalten entgegen. Also auf der einen Seite hat man viele, die mit Hoffnungen der neuen Regierung entgegenschauen. Das sieht man hier, das sind 40%. Und man hat nur relativ wenige, 15%, die ausgeprägte Befürchtungen haben, aber viele, die noch relativ skeptisch sind. Interessant ist, wenn man sich die anschaut, die das Thema Klimaschutz besonders ernst nehmen, die sehen mit klarer Mehrheit der Regierung mit Hoffnungen entgegen. Also bei Klimaschutz gehen viele davon aus, dass da jetzt forciert Maßnahmen ergriffen werden. In anderen Bereichen ist die mittlere Generation skeptisch.
energischer. Das gilt insbesondere für die Modernisierung. Und was jetzt die Aufbruchsstimmung angeht, die die Regierung angekündigt hat, die wird im Moment noch nicht wahrgenommen, was aber in dem schwierigen Umfeld im Moment auch nicht erstaunlich ist. Und damit zu dem wichtigen Thema Modernisierung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Ja, vielen Dank. Frau Köcher, erstmal alle Jahre wieder mag ich sagen, dass Sie mit uns die Ergebnisse Ihrer Umfrage präsentieren. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Wir sind beide geimpft, okay. Getestet, alles. Also insofern vielen Dank, dass Sie hier sind, in Person. Gerne. Ich will da ansetzen, wo Frau Köcher in der Präsentation gerade aufgehört hat. Die Frage, gelingt die Modernisierung von Staat und Wirtschaft oder droht Deutschland den Anschluss bei der Modernisierung zu verlieren? Und hier hat in der Tat die mittlere Generation Sorgen, weil aus ihrer Sicht die Modernisierung des Landes überfällig ist. Es gibt eine ganze Reihe von Themenbereichen, die fast alle sehr häufig gleich oft genannt ist. Wo ist Deutschland schlecht aufgestellt? Wo müssten wir effizienter werden? Wo müssten wir schneller werden? Das beginnt bei der Beratungszeit von Anträgen. Es geht weiter bei der Erreichbarkeit von Ämtern. Wir haben der Digitalisierung von Schulen, ist für die Eltern ein sehr dominierendes Thema. Also eine lange Liste von Themen, wo die Generation Mitte einen Modernisierungsbedarf sieht. Sie sieht das insbesondere, nächste Folie bitte, bei der Modernisierung des staatlichen Bereiches. Ja, sie sieht in der Tat an sich die Wirtschaft selber besser aufgestellt, was die Modernisierung angeht. Aber sie sieht ein Effizienzproblem, oft ein Digitalisierungsproblem auf der Seite des Staates. Und hier sind nur 11% der Auffassung, dass es rasch Fortschritte geben wird bei der Digitalisierung aller staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr niedrige Zahl, ja, verglichen mit anderen Ergebnissen dieser Umfrage. Und was mich persönlich besonders betrifft und mir auch am Herzen liegt, dass auch jetzt im zweiten Corona-Jahr nur weniger als ein Drittel, also 30% aller Eltern, haben den Eindruck, dass es bei der Digitalisierung, der digitalen Ausstattung der Schulen Fortschritte gegeben hat. Also wir haben dieses letzte Jahr offenbar nicht ausreichend genutzt, um unsere Schulen darauf einzurichten, dass im Grunde genommen Schule so digital ist, wie auch der Alltag der Schulkinder inzwischen ganz normal digital ist. Man kann das noch vereinzelt runterbrechen. Nächste Folie bitte. Welche staatlichen Bereiche insbesondere zurückliegen bei der Digitalisierung aus Sicht der Generation Mitte? Das betrifft sehr oft mit 78% genannt die kommunale Verwaltung. Dann haben wir 76% den Schulunterricht, darüber habe ich schon gesprochen. Wir haben es dann aber auch mit 71% in der Pflege. Ja. Also es setzt sich durch, eigentlich durch alle Bereiche der staatlichen Dienstleistungserstellung. Also man kann unten sehen, dass in der Privatwirtschaft, sprich in der Produktion, in der Industrie insbesondere, bessere Werte erreicht werden. Beste Zahlen werden erzielt bezüglich der Digitalisierung. Das mag auch nicht überraschen im gesamten Medienbereich. Das ist das, wo die meisten der Generation Mitte das jeden Tag wahrnehmen. Es geht einher, und da schließt sich der Bogen zu dem, was Frau Köcher auch vorgestellt hat, was betrifft die neue Regierung jetzt in diesem Bereich, wie sind die Erwartungen an die Modernisierungsfähigkeit der neuen Regierung? Und da kann man in der Tat feststellen, dass weniger als ein Fünftel eine rasche Modernisierung erwartet, während über die Hälfte, 53%, doch Zweifel haben, dass es hier rasch vorangeht. Also die To-Do-Liste ist klar beschrieben. Die Erwartung, dass rasch was passiert, ist bescheiden, um es vorsichtig auszudrücken, was die Modernisierungsfähigkeit aller staatlichen Ebenen angeht. Wir haben dann gefragt, wie wir das seit einigen Jahren auch immer wieder tun, zum Klimawandel. Und hier kann man es zusammenfassen, ja, die Generation Mitte fühlt nach wie vor, dass der Klimawandel wichtig ist.
fast die Hälfte macht der Klimawandel große Sorgen. Aber die interessante Wahrnehmung ist, wir haben in der Tat eine relativ stabile, aber sehr kleine Gruppe, die sich gar keine Sorgen macht. Das ist auch relativ konstant, wenn man sich über Jahre das so anguckt. Also wenig Bewegung sozusagen. Und interessant ist auch die Frage nach der persönlichen Betroffenheit durch den Klimawandel. Das fand ich eines der interessantesten Ergebnisse dieser Studie, dass direkt betroffen fühlt sich im Grunde genommen nur eine Minderheit, das ist weniger als ein Viertel. Während, nächste Folie bitte, die größte Betroffenheit gesehen wird für die kommende Generation. Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben eigentlich weniger als ein Drittel, der sagt, es trifft mich. Und wir haben fast zwei Drittel, die sagen, es betrifft die nächste Generation. Das steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns sagen, was wir vor allen Dingen oft gehört haben im Vorfeld, im Umfeld von COP26, wo man sagt, es ist jetzt die Zeit zu handeln, die nächsten 10 Jahre sind entscheidend, den Klimawandel weiter zu begrenzen. Aber wenn man die Generation Mitte fragt, sagen die, ja, es ist ein Problem, aber es betrifft meine Kinder. Das fand ich eins der interessanteren Ergebnisse dieser Studie. Wenn wir uns dann angucken, welche Maßnahmen sind aus Sicht der Generation Mitte geeignet, den Klimawandel zu verlangsamen oder die Folgen abzumildern, dann führt das auch zu interessanten Ergebnissen. Besonders geschätzt sind Themen wie Forschungsförderung, um eben klimaneutrale Antriebe zu entwickeln, klimafreundliche, vermutlich synthetische Kraftstoffe zu entwickeln. Das Thema Aufforstung von Wäldern ist weit vorne, niedrigere Preise für den gesamten öffentlichen Nah- und Fernverkehr, rascher Ausbau erneuerbare Energien. Das deckt sich ein Stück, was Frau Köcher gesagt hat, diejenigen, die den Klimawandel als große Sorge haben, haben hohe Erwartungen und auch positive Erwartungen an die neue Regierung. Und hier findet sich ein Maßnahmenbündel wieder. Aber was man auch sieht, wenn man ans andere Ende dieser Tabelle geht und fragt, welche Maßnahmen sind denn eigentlich unpopulär, dann kann man sehen, höhere Flugpreise sind schon relativ unpopulär, werden von etwas mehr als einem Drittel geschätzt. Und wenn wir dann weiter durchgehen, Maßnahmen, die echte persönliche Opfer bedeuten würden, und zwar heute, jetzt, sind relativ unpopulär. Ein wichtiger Punkt, darüber haben wir gesprochen im Zuge der Flutkatastrophe, die eben die Ahr und andere Gebiete in Rheinland-Pfalz und NRW insbesondere betroffen hat. Wie sieht das aus zukünftig für Immobilienbesitzer, Hauseigentümer, Hauseigentümerinnen, aktiv tätig zu werden, präventiv, um das eigene Haus gegen den Klimawandel zu schützen? Das sehen als geeignetes Mittel bisher nur 34% an. Das ist gegeben an den Erfordernissen, die wir Versicherer hier sehen würden, relativ gering. Von den etwas unpopulären Maßnahmen sind höhere Preise für Lebensmittel wie Fleisch oder exotische Früchte noch für etwas mehr als ein Viertel akzeptabel. Das strittige Thema, die Diskussion ist in einigen Monaten wieder da, Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken, auch rund ein Viertel findet das akzeptabel, daraus kann man ungefähr schließen, drei Viertel vermutlich nicht oder haben keine Meinung dazu. Und ganz am Ende der Skala, welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht wirksam für mehr Klimaschutz? Das Auto ist in Deutschland nach wie vor ein zentraler Bezugspunkt, sagen wir das neutral mal so. Höhere Preise für Benzin und Diesel halten nur 12% für Zielführung und eben keine Neuzulassung von Kraftfahrzeugen mit Verbrennermotoren halten nur 11% für Zielführung. Also es gibt eine relativ klare Spreizung dessen, was die Generation Mitte für wirksame Maßnahmen hält im Bereich des Klimaschutzes. Wir haben dann dieses Jahr, wie gesagt, im Lichte, ich habe Ahrtal schon erwähnt, also Auswirkungen des Starkregens Bernd, vertieft gefragt, was können wir, man müsste glaube ich präzise sagen, aus Flutkatastrophen lernen. Hier ist die erste Wahrnehmung,
dass drei Viertel der Menschen der Generation Mitte der Auffassung sind, es wird künftig häufiger zu solchen Überschwemmungen ausgelöst durch Starkregen kommen. Aber auch drei Viertel der Menschen, ungefähr genauso viele, glauben, dass sie persönlich davon nicht betroffen sein werden. Das ist eine Diskrepanz, die, glaube ich, Frau Köcher häufiger in ihrem Arbeitsalltag sieht, sozusagen. Also die Sorge ist groß, wir haben mehr Überschwemmungen in der Zukunft. Aber eben mich persönlich trifft es nicht. Und deswegen vermute ich auch die geringe Bereitschaft, bei der Prävention beim eigenen Haus auch anzusetzen, wie wir im vorherigen Block gesehen haben. Insgesamt glauben in der Tat aber drei Viertel der Befragten, man müsste in Deutschland mehr tun, um sich auf den Schutz von Naturkatastrophen vorzubereiten. Und das kann man dann runterbrechen. Was für Maßnahmen sind wieder aus Sicht der Generation Mitte geeignet, um sich vorzubereiten auf solche in Zukunft vermutlich häufiger auftretende Naturkatastrophen? Es sind oft Maßnahmen, die sich damit befassen, wie man rechtzeitig Leben retten kann. Das ist der Einsatz von Sirenen. Ja, als ich noch jünger war, das ist ja schon eine Weile her, hatte man immer wieder Sirenenalarme, wo getestet wurde, ob diese Sirenen funktionierten. Das ist völlig verschwunden. Da gibt es offenbar ein Revival. Fast 80% würden das unterstützen, dass man wieder mehr Sirenen als Warninstrumente zum Einsatz bringt. Gleich hohe Zustimmung, technisch ein bisschen mehr advanced, sag ich mal, eine Warnung über SNS. Das haben wir bisher in Deutschland ja auch so nicht gehabt. Funktionierende Meldeketten innerhalb der Behörden und der Ämter wird auch eingefordert von über drei Viertel der befragten Personen. Dann kommen wir stärker auf Sachen Hochwasserprävention. Brauchen wir stärkere Dämme, brauchen wir Überflutungsflächen, brauchen wir Entsiegelung von Landschaften wieder. Aber das ist der Teil, an dem man auch noch ansetzen muss für die Zukunft. Wir haben auch den Fall, nächste Folie bitte, dass die Mehrheit der Befragten sich über mögliche Naturgefahren nicht ausreichend informiert fühlt. Oder eine Mehrheit, das ist falsch dargestellt, eine signifikante Gruppe, die meint, dass sie nicht ausreichend informiert sind. Die Frage ist, die man dann stellen kann, was muss man tun, um eine bessere Information zu erreichen? Es ist wenig überraschend, dass im Grunde genommen jeder Zweite hier den Staat in der Verantwortung sieht, besser zu informieren über mögliche Naturgefahren. Ist mein Haus gefährdet oder ist es das nicht? Hier ist ein diskutiertes Instrument immer ein Internetportal, das man errichten kann, das wir in Deutschland bisher auch nicht haben. Das findet, wenn man danach fragt, eine relative Unterstützung von 35% der Befragten. Vielen Dank erstmal. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Erstmal kann man sagen, stimmt es doch ein klein wenig optimistisch, dass die Kurve des insgesamt Befindens der Gemütslage nach oben geht, auch wenn wir uns vielleicht wünschen, dass das noch schneller voranschreitet. Nichtsdestotrotz eine ganze Menge an Sorgen. Ich würde Sie jetzt gerne aufrufen wollen zu Ihren Fragen, die jetzt hier bei uns im Teams sich sammeln. Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihre Fragen an die beiden hier im Studio zu richten. Das können Sie einmal per Ton tun, wenn Sie das mögen. Würde ich Sie bitten, Ihr Mikro einzuschalten und zu uns zu sprechen. Wir können Sie hören. Wäre schön, wenn Sie ganz kurz auch Ihren Namen und Ihr Medium nennen. Wenn Sie das nicht mögen, dann können Sie gerne Ihre Frage auch per Chat an uns richten. Und ich würde Sie dann hier an die beiden ins Studio hineintragen. Also scheuen Sie sich nicht. Und ich frage als Erstes, gibt es bereits eine Frage aus Ihrem Kreis? Im Moment hören wir noch nichts. Ich habe eine Frage. Eine erste Frage ist da. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja, wir hören Sie gut. Ich bin mit dem iPhone verbunden. Mein Name ist Tatjana Bojic von der Deutschen Presseagentur. Mich würden die Stressfaktoren interessieren. Inwieweit kann darauf eingegangen werden? Was sind denn
die Dinge, die die Menschen stressen. So bin ich Wir haben gehört, es ist gestiegen von 22% auf, ich glaube, 39. Was wurde da im Einzelnen genannt? Ja, wir haben jetzt 39%, die sich häufig gestresst fühlen. Und wenn man hier prüft, womit hängt das auch zusammen, das hängt in sehr hohem Maße natürlich mit dem Gefühl zusammen, dass man sein Leben nicht wirklich planen und kalkulieren kann. Das ist ja etwas, was seit Beginn der Pandemie stark zugenommen hat. Und auch die Stressphänomene haben wirklich stark zugenommen. Es ist natürlich auch, wenn man ständig, eigentlich täglich, mit dem Thema Gesundheitsrisiko und Gefährdung der eigenen Person, Gefährdung der eigenen Kinder konfrontiert ist, dass das auch stresst. Aber natürlich auch so sich selbst und die eigene Familie durch diese teilweise unkalkulierbaren Phasen hindurch zu navigieren, ist etwas, was hier zunehmend Stressphänomene hervorbringt. Dankeschön. Ich habe noch im Anschluss daran noch eine kleine Frage. War das Homeoffice ein Thema bei der Befragung? Bei dieser nicht, aber wir haben das Homeoffice in anderen Untersuchungen uns in letzter Zeit wiederholt angeschaut und die Bilanz ist sehr gemischt, weil natürlich gesagt wird, wir haben die befragt, die im Homeoffice sind oder weite Zeiten im Homeoffice waren, wie sie das empfunden haben, wie sie damit zurechtkommen. Man kommt immer mehr damit zurecht, weil man es einfach eingeübt hat, aber es wird gesagt, ich spare zwar Arbeitszeit und es macht auch teilweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter, aber worüber sehr geklagt wird, ist, dass hier die Kommunikation oft nicht richtig gewährleistet ist, dass man oft das Gefühl hat, abgeschnitten zu sein und dass man auch den Austausch vermisst und dass viele Prozedere schwieriger, langsamer geworden sind, weil die Abstimmung schwieriger ist. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus Ihrem Kreis? Ich höre im Moment nichts. Ich würde gleich nochmal nachfragen. Ansonsten nutzen Sie auch gerne den Chat, wenn Sie eine Frage haben, um an uns zu richten. Ich hätte sonst selber mal eine. Wir haben ja beobachtet oder gerade gehört, dass dieses Fern- und Nahbild gerade beim Thema Klimawandel ganz deutlich wird. Also Sie haben eine große Sorge, dass diese Themen an Relevanz gewinnen. Sie sorgen sich auch, dass diese Ereignisse zunehmen. Zugleich sagen Sie, das ist möglicherweise eher ein Thema für meine Kinder und nicht für mich selbst. Wie kann man das erklären, gerade in einem solchen Flutjahr, wo doch vor der unmittelbaren Haustür so ein Ereignis stattgefunden hat, was auch in einer Größe stattgefunden hat, dass keiner daran vorbeigekommen ist. Wie kann man das erklären? Also Herr Asmussen hat ja auch hier geschildert, dass die Flut sehr aufmerksam verfolgt wurde, dass bewusst geworden ist, dass solche Naturgefahren zunehmen, aber dass gleichzeitig der Kreis, der sagt, ich persönlich glaube, dass mich das Risiko betreffen könnte, dass das eine Minderheit ist. Ja? Und dasselbe sehen wir beim Klimawandel. Die Menschen hören zwar ständig über verstärkte Risiken, die der Klimawandel mit sich bringt, sind auch durchaus relativ gut informiert auf diesem Feld, aber sie leben ihr normales Leben weiter und haben das Gefühl, naja, im Moment ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung, aber sehen das für die Generation ihrer Kinder völlig anders. Mhm. Ja? Und eine spannende Frage ist aus meiner Sicht, mit der sie auch natürlich die Politik konfrontiert ist. Wie weit ist die Bevölkerung und wie weit ist die mittlere Generation speziell bereit, mitzugehen bei Maßnahmenprogrammen für Klimaschutz, wenn sie die Risiken primär in der nächsten Generation verortet? Ist dieses Motiv, die eigenen Kinder hier zu schützen, ist das so stark, dass sie im Hier und Jetzt bereit ist zu sagen, also ich gehe jetzt auch schon bei bestimmten Maßnahmen mit, die mir eigentlich nicht passen? Ja, war ja eine relativ große Skepsis genau an dieser Stelle. Versicherer beschäftigen sich ja auch regelmäßig genau mit dieser Thematik, also setzen sich auch mit den Kunden auseinander, zum Teil auch Schwierigkeiten in der Überzeugung. Herr Asmussen, überrascht Sie das, dieses Ergebnis, oder können Sie das auch aus dem Alltag der Versicherungswirtschaft noch mal ein bisschen beleuchten oder bestätigen?
Nee, mich überrascht das eigentlich nicht. Wir haben das ja, wie gesagt, in verschiedenen Themenbereichen schon seit vielen Jahren, dass immer Leute sagen, ich sehe das als Problem, ich selber bin aber nicht betroffen. Mhm. Wir haben das in anderen Jahren gehabt, als es ganz andere Situationen gab. Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung. Haben wir auch früher, war es zum Teil 3/4 und eigene Betroffenheit waren 1/4. So, das haben wir bei verschiedenen Bereichen. Ich glaube in der Tat, dass die Sorge oft getrieben wird durch die Medien, egal welchen Kanal, das sehen die Leute einfach. Aber so ein echten Starkreden bei dem Thema zu bleiben, dann ist die A doch weit weg, wenn sie in Berlin oder in Hamburg oder in der Mitte von Brandenburg oder in der Mitte von Bayern leben, sozusagen. Ja. Und die Leute, ich bleib mal in Brandenburg, weil das um Berlin liegt, die sagen, Starkregen ist eigentlich unser Thema. Wir haben Dürre als vorherrschendes Phänomen diesen Sommer. Also was reden die immer alle, dass das zunimmt, dieser Starkregen sozusagen. Also ich glaube auch aus dem Tagesgeschäft, wenn man dann fragt, sind Leute bereit, sich gegen Elementarschäden zu versichern? Bisher hatten wir eine Abdeckung von 46%. Das gibt eine Nachfrage so in den nächsten Wochen, immer nach der Flutkatastrophe jetzt an der A. Das sehen wir immer, das haben wir 2002 gesehen, das haben wir 2013 gesehen. Wir haben aber auch gesehen, das ebbt nach ein paar Monaten einfach wieder ab, sozusagen, wenn das aus den Headlines verschwindet als Thema, sozusagen. Also dann haben wir einen Vorschlag gemacht, in Zukunft eben alle Gebäude gegen Elementarschäden zu versichern, auch Bestandsbauten umzustellen in Versicherungsschutz, um genau diesem Vergessen individueller Art auch entgegenzuwirken, weil wir nach den Daten, die wir auswerten, insbesondere die großen Rückversicherer, sehen eben, dass wir eine deutliche Zunahme von Wetterextremen sehen. Ja, Starkregen wie Dürre, wir verlieren eigentlich die Mitte des Klimas und dass man dagegen sich auch zunehmend absichern einfach muss, weil das wird einfach zunehmen. Und Starkregen, es ist ja anders. Früher hatte man Überschwemmungen unten von den Flüssen. Und wenn sie halt 50 Kilometer vom nächsten Fluss entfernt wohnten, sagte man, das betrifft mich irgendwie nicht, wovon die immer alle reden, wenn ich das mir angucke, wie das am Rhein oder wie auch immer regelmäßig auftritt oder an der Elbe. Starkregen ist halt anders. Das kann überall mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten in Deutschland. Mhm. Ich sehe im Chat keine Frage. Ich stelle nochmal die Frage per Mikro oder Ton an Sie. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie gerne wissen möchten? Ja, ich hätte noch eine Frage. Thilo Brücken vom Tagesspiegel hier, hallo. Hallo. Sie haben, Frau Köchler, Sie haben zu Eingang gesagt, obwohl wir mitten in der vierten Welle stecken, wächst der Optimismus. Nun war es ja so, dass zu Ihrem Befragungszeitraum diese vierte Welle eigentlich im Bewusstsein der Bevölkerung überhaupt erst anfing. Hat das denn überhaupt schon einen Einfluss gehabt auf die Antworten der Leute? Ich meine, es ist ja seitdem wesentlich schlimmer geworden und könnte ja jetzt deutlich weniger Optimismus bedeuten. Ja, die Interviews liefen ja bis Mitte November. Da war eigentlich schon sehr klar, dass das Ganze eskalieren wird. Aber wir haben das jetzt auch weiter verfolgt. Und die Stimmungslage hat sich noch nicht grundlegend verändert gegenüber dem, was wir hier Mitte November gemessen haben. Gibt es noch eine weitere Frage von Ihnen? Herzlich gern. Ich würde noch mal eine Nachfrage stellen zu Herrn Asmussen Ausführungen und der Überschrift, dass vielen der Klimawandel noch als ferne Bedrohung erscheint und dass man sich Sorgen um sozusagen Klimawandel im Zusammenhang dann mit den Kindern macht. Aber ist da nicht ein Widerspruch in dem, dass einerseits gesagt wird, beispielsweise die Auffassung vertreten wird, Klimaschutzstandards, also bezogen auf die Immobilienbesitzer, nachrüsten und so weiter, weil Klimaschutzmaßnahmen, die ich heute einleite, die wirken ja zeitversetzt erstmal in 15 oder 20 Jahren. Und die betreffen ja, das Ergebnis betrifft ja dann die Kinder. Ist da nicht ein Widerspruch zu sehen? Einerseits kehre ich nicht vor meiner Tür jetzt, mache mir aber Sorgen um meine Kinder. Wie interpretieren Sie da die Antworten? Also ich bin wie immer vorsichtig in der Interpretation, sondern ich versuche erstmal die Daten zu lesen, sozusagen. Wir haben ja durchaus eine Gruppe, klappt die Hälfte, die sagt, Klima ist ein großes Problem, aber dann sind wir rund ein Viertel, das sagt, aber ich persönlich bin nicht betroffen von diesem Klimawandel. Das haben wir ja schon wiederholt diskutiert, diese Diskrepanz, die sich auch hier zeigt.
Dann fand ich interessant, in der Tat, ja, viele Maßnahmen wirken erst zeitverzögert, wie Sie richtigerweise sagen. Wenn man durch die Liste der Maßnahmen durchgeht, dann kann man im Grunde genommen feststellen, ja, man will Klimaschutz, aber nicht zu eigenen Kosten. So, ich meine, niemand ist gegen das Wiederaufforsten von Wäldern. Das stört wenig Leute offenbar sozusagen. Ja. Und wenn man dann weiter runterzieht und man sagt, ich müsste heute schon meinen Lebenswandel ändern, um vielleicht meinen Kindern auch ein besseres Leben zu ermöglichen. Das fällt dann doch stark ab. Wie gesagt, da waren unten bei den Maßnahmen keine Neuzulassung von Kfz, von Verbrennermotoren, hatten wir 11% höhere Benzin- und Dieselpreise. Da hat auch jeder die politische Diskussion im Bundestagswahlkampf verfolgt. Waren wir bei 12%. Und da gibt es natürlich auch andere Widersprüche. Ja, man hat im Wahlkampf wiederholt von mehreren Parteien gehört, wir wollen eine höhere CO2-Bepreisung. Da haben alle immer brav genickt und gesagt, ja, der CO2-Preis ist das zentrale Steuerungsinstrument, das wir haben. Und das führt logischerweise zu höheren Benzin- und Dieselpreisen. Das ist, das hat noch keiner mitgesagt. Mhm. Also da sind ein paar Widersprüche. Ich glaube, dass das ganz normal ist sozusagen. Ich fand es interessant zu sagen, sowas wie Wiederaufforstung, was man irgendwo machen kann, was eigentlich mein Leben nicht verändert, finden wir mehrheitlich gut. Da waren wir bei rund 2/3 Unterstützung. Und dann bröckelt das nach unten. Wie gesagt, höhere Flugpreise waren wir schon bei 37 und dann ging es runter. Wie gesagt, Verbot von Verbrennermotoren bei 11. Ich glaube, da ist eine ganz große Spannbreite, aber die korreliert halt mit der unmittelbaren heutigen persönlichen Verhaltensänderung. Ich glaube, man kann auch noch dazu sagen, es gibt in der Regel eine Kluft zwischen Einsicht und der Bereitschaft, diese Einsicht jetzt direkt zu überführen in Maßnahmen, wenn diese Maßnahmen Opfer verlangen. Das heißt, es ist eine doch ganz ausgeprägte Tendenz da, den Status quo möglichst noch etwas in die Zukunft zu verlängern, was so Besitzstände und anderes angeht. Ja, das sehen wir auch in einem ganz anderen Bereich, übrigens auch in der Untersuchung. Ich hatte gesagt, die mittlere Generation, die ist gut informiert, die weiß, was die Demografie für die sozialen Sicherungssysteme bedeutet. Sie ist auch keineswegs sicher, dass die sozialen Sicherungssysteme, insbesondere das Rentensystem, wirklich zukunftsfest sind. Gleichzeitig läuft man aber sofort in doch massive Widerstände hinein, wenn man über Verlängerung der Lebensarbeitszeit diskutiert. Davon mag die große Mehrheit nichts wissen. Also von daher hat man vielfach, und das ist natürlich für die Politik auch eine Herausforderung, allein, dass die Bevölkerung hier die Probleme sieht, ist noch kein Garant dafür, dass sie bereit ist, die Maßnahmen voller Überzeugung mitzutragen, die man braucht, um diese Probleme anzugehen. Dann übrigens noch eine Ergänzung zu der Frage von dem Herrn vom Tagesspiegel. Der hat ja nochmal auf die Stimmungslage abgehoben und meinte, die könnte sich jetzt nochmal deutlich verschlechtert haben. Da möchte ich nochmal sagen, die Stimmungslage ist noch längst nicht gut in der mittleren Generation. Sie ist nicht mehr so schlecht wie in dem Jahr, wo die mittlere Generation, wie die gesamte Bevölkerung, völlig schockiert und erschrocken war im ersten Pandemiejahr. Aber 37%, die hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, das ist bemerkenswert niedrig. Und es gibt an sich auch immer eine enge Korrelation zwischen diesem Zukunftsoptimismus und der wirtschaftlichen Entwicklung im nächsten Jahr, was Konsum angeht. Und da stehen die Zeichen im Moment noch nicht so gut, wenn ich mir die Stimmungslage anschaue. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Da höre ich im Moment keine mehr. Ich hätte noch zwei zum Abschluss. Zum einen, Frau Köcher, an Sie die Frage, die Pflegekräfte standen ja auch ganz, ganz vorne auf der Wunschliste an die neue Bundesregierung, noch vor Corona und vor dem Klimawandel. Überrascht Sie das? Nein, das überrascht mich nicht, weil der mittleren Generation wie der gesamten Bevölkerung ist sehr bewusst, dass die Stabilität des Gesundheitswesens vor allem von der personellen Ausstattung abhängt. Und diese personelle Ausstattung wird eigentlich mit jedem Tag dünner und schwieriger. Und da stehen wir vor Riesenherausforderungen für die nächsten Jahre und auf lange Zeit. Denn
die Leute stehen nicht Schlange, um in diesen Beruf zu gehen, der ja sehr viele Herausforderungen, Belastungen bedeutet. Und von daher ist das auch eine der größten Herausforderungen für den neuen Gesundheitsminister, wo ich dann sage, die Pandemie bekämpfen ist das eine. Aber die langfristige Aufgabe, die personelle Ausstattung des Gesundheitswesens sicherzustellen, in einer alternden Bevölkerung, die immer mehr Pflege braucht, das ist eine Riesenherausforderung. Sind Sie hoffnungsfroh, wenn Sie jetzt mit Blick auf den neuen Gesundheitsminister? Ich warte da lieber erstmal ab, ja, denn wie gesagt, das Pandemie-Thema, mit dem er sich ja sehr intensiv die letzten ein, zwei Jahre immer beschäftigt hat und auch sehr prominent geäußert hat, ist für mich an sich die kleinere Herausforderung gegenüber diesen langfristigen Herausforderungen, das Gesundheitssystem in der Ausstattung zu stabilisieren und gleichzeitig bezahlbar zu halten. Mhm. Da bin ich wirklich mal gespannt. Okay. Ja. Vielen Dank. Herr Asmussen, an Sie noch eine letzte Frage von meiner Seite. Sie hatten ja ausführlich auch über das Thema Digitalisierung an den Schulen gesprochen. Wie problematisch sich das darstellt und wie das die Generation Mitte einschätzt. Sehen Sie da auch möglicherweise einen Zusammenhang in dem IT-Fachkräftemangel, den ja auch die Wirtschaft sich gegenüber sieht? Da sehe ich, wie gesagt, keinen unmittelbaren Zusammenhang. Gut. Ja. Okay, dann vielen Dank. Ich frage noch mal in die Runde. Sollte noch jemand das Bedürfnis haben, eine Frage an uns zu richten, dann besteht jetzt noch mal die Chance. Das ist nicht der Fall. Dann freuen wir uns sehr über Ihr Interesse, bedanken uns. Ich sage ganz herzlich Dankeschön an Sie beide hier im Studio für diesen spannenden Einblick. Ich freue mich immer, wenn wir die Generation Mitte hier vorstellen, weil ich dann weiß, wie es uns geht. Wir alle gehören ja irgendwie dazu, mehr oder weniger, jedenfalls die große Mehrheit auch von uns. Sollten im Nachgang noch Fragen bei Ihnen stehen, richten Sie die uns sehr gerne an uns. Wir werden dann auch noch für eine Antwort sorgen. Bevor wir Tschüss sagen, noch ein kurzer Ausblick auf den morgigen Tag. Bereits morgen haben wir ein nächstes Pressegespräch. Dort widmen wir uns der Kreditversicherungswirtschaft und der Frage, wie geht es mit Inflation und der wirtschaftlichen Entwicklung weiter. Seien Sie auch dazu herzlich eingeladen, morgen um 11 Uhr. Ansonsten hoffe ich, dass die Kurve sich weiter fortsetzt, wie wir sie eben angefangen haben, nach oben zu zeichnen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund und uns gewogen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.